Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. So ein paar Aufgaben, die fehlen uns ja heute noch. Und da hinten, da sehe ich schon die nächste. Und das zeige ich euch mal eben. Wir müssen noch eine Schwarzbrenner-Mission erledigen. Da hinten raucht das Feuer. Jetzt holen wir Munition ab. Und dann räumen wir da hinten mal auf. Reichlich Munition verballert. So, wir nehmen jetzt nichts zur Stärkung, denn gleich wollen wir noch ein Zähigkeitstonikum nehmen. Natürlich streicheln wir den Hund nochmal. So. Und vielleicht finden wir dann da hinten automatisch noch eine Schnapsflasche. Oh, erstmal Knarre Wien an. Ah, das ist wichtig. Seine Klamotten, das muss man im Griff haben. So, die machen wir auch mal eben nochmal schön hier. Und dann drehen wir mal eben da den Laden auf links. Was sehen wir denn da? Express. So. Aber wollen wir mal. Oh, wir könnten aber auch mal schön hier aus der Entfernung, oder? Kann man am Anfang erstmal reinhalten. Da laufen wir noch rum, ja. Ah, von da. Viele können es nicht mehr sein. Ach da. Oh. Der will nicht. Na komm hier. So. Das ist schon mal gut gelaufen hier, oder? Hagelt es schon das Gold. Jetzt noch so eine Schnapspulle, oder? Da muss doch noch einer sein hier. Er will den nicht plündern, ne? Ja, komm, dann müssen wir mal eben hier aufräumen. Weg damit. So. Ah, der ist das. Ja, Waffenöl, das ist ja alles gut und schön, aber wo? Wo sind die Schnapsbullen? Das gibt's doch nicht, oder? Ich hoffe, dass der jetzt eine hat. Nix. Es ist doch nicht wahr. So, was ist mit den beiden Vögeln hier? Die leuchten doch. Aber die habe ich doch geplündert. Ne, den nicht. Wieso
Leuchtet er noch und den habe ich aber schon. Ja, dann ist das so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dann gucken wir mal eben nach vorne. Ob hier noch. Hier, ich muss irgendein Kraut noch essen hier. Ich wollte sagen, hier wächst doch immer irgendwas. Was haben wir denn hier? Oh, Sandthymian, den habe ich glaube ich noch nicht gefuttert. So, 5 Kräuter gegessen. Also 5 verschiedene, ne? Das ist die Idee dahinter. So, gucken wir hier mal in dem Hütchen. Und dann suchen wir uns gleich eben noch. Was ist hier los? Ah, ist natürlich kein Absinth heute. War hier irgendwo eine Schlange oder so? Ja, hier. Ja. Da ist das Pferd sofort durchgedreht hier. Dann gucken wir mal eben, ob wir hier eine Versorgungsmission machen können. Da habe ich nämlich vorhin nicht drauf geachtet. Müssen wir gleich erst eine Tour fahren. Ja gut. Jetzt so eine gesuchte Person. Oh. Was haben wir da? Ja, ich glaube, da habe ich aber genug von. So, jetzt checken wir das mal eben. Ist da das, was ich hoffe, was es ist? Jawohl. Da seht das. Es ist wie bestellt. Davon müssen wir jetzt. Dürfen wir jetzt nur nicht den Falschen erschießen. Und ihr wisst, da bin ich gut drin, ne? So. Ich hoffe, das reicht. Jawohl. Erstmal gibt das ordentlich Kopfgeldjäger-Points hier. Dann hat er auch noch eine Pulle dabei. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine. Gucken, ob der noch was dabei hat hier. Ja, jetzt wird es langsam interessant. Oh, dann bringen wir den mal eben nach Strawberry. Dann können wir auch unsere Sammelobjekte da mal eben abstauben. Ja. Jetzt läuft's, ne? Ja, ich muss mich doch mehr drauf konzentrieren, die Kopfkilljäger-Sachen zu machen. Wobei ich immer... Kostet halt Zeit, ne? Wenn ihr da hier 3 Leute plündern, 3 Leute fesseln. Das haben wir ja im ersten Teil gesehen. Das kostet Zeit. Und mehr als eine Stunde nimmt die PlayStation nicht auf. Dann muss ich dann leider einen Cut machen, ne? You'll get yours, you scum! Weil das ist so, die Leute irgendwo hinbringen, wegbringen. Das zieht sich ja wie Kaugummi, ne? Wie man so schön sagt. Und da müssen wir unbedingt die Schatzkarten mal ein paar abfegen. Weil ich glaube, ich habe welche quasi im Lager in der Post liegen. Ah, apropos Schatzkarten.
interested in no scrap paper. It's nothing. Jetzt hänge ich hier fest. Jumped in for wiping and sniffing in the night. Damn it all! What the heck? You leave me off. Das ist jetzt die Frage. Habe ich überhaupt... Habe ich die gekriegt, oder? Ja, jetzt haben wir sie. Ja. Weil wir haben hier Schatzkarten satt. Oh, das ist, habe ich wieder woanders hingeguckt. Oh, hell, not again. Das ist immer, wenn ich noch woanders hin schiele und gucke hier. Was gibt's sonst noch? To hell with this. So. Looky here. Dog brought me a bone. Ja, genau so machen wir das. There, good old-fashioned blood money. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch gut gelaufen, oder? Gerade mal knapp 12 Minuten rum. Und uns fehlt nur noch eine Herausforderung. Ja, das hätte ich halt vorhin nicht mehr geschafft, ne? Ah, jetzt machen wir es aber. Also jetzt haben wir ja alle Optionen offen. Hauen wir uns jetzt noch ein Zähigkeitstonikum rein. Oder wir machen jetzt erstmal das hier. Oder betäuben wir noch ein Tier. Oder ist der Schwarzgebrannte gleich fertig? Oder lief... Da ist es Schwarzgebrannte abgeschlossen, aber ist es überhaupt eine Spezialsorte gewesen? So, was war hier überhaupt? Ich habe schon wieder vergessen. Was suche ich hier? Ah, ein Pflänzchen war es, da ist es. Lamas. So. Und jetzt müssen wir da hin. Ja, das geht auch irgendwie von hier, glaube ich. Ah, muss man. Darf man der Karte, glaube ich. Ich glaube nicht alles glauben. Ich glaube, das geht hier so halb gar dran vorbei irgendwie. Oder auch nicht. Ja, das wisst ihr ja. Ich mache ja gerne so querfeldein hier, ne? Ja, das wird nichts. Komme ich da zu Fuß hin? Mäh. Da kommt er nie hoch. Müsste ich mich meiner Story richtig umschauen, bestimmt, oder? Aha. Jetzt habe ich die falsche Waffe dabei. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja, ja, das geht alles schief hier. Muss man hier so ein bisschen, glaube ich, sonst findet mich das Pferd nicht richtig. Hier unten ist es. Und da sind jetzt auch die Pfeilspitzen.
erstmal ihm holen. Ich hätte jetzt gesagt, die ist doch garantiert hier in der Höhle. Ah, da ist es schon. Oh, da haben wir einen Satz zusammen. Ja, sag mal, findet mich das Pferd hier nicht? Das kann doch nicht sein. Normal. So, da ist ja gut, Herr Schulze. So, Knarre wechseln. Und das Vogelei holen. Hier irgendwo hier hoch, war das doch. Ja, jetzt ist ja egal, sind es ja eh zwei Teile, oder? Da. Sehr gut. So, was sagt die Uhrzeit? 3 Uhr. Ja, was machen wir jetzt? Man muss auch treffen, ne? Also, so weit kann er doch nicht kommen hier, oder? So. Nehmen. Aufwecken, fertig. Zack. So, 0206. Damit haben wir alles erledigt. Oh, auch noch ein Stufenaufstieg hier. Dann schauen wir doch mal. Ach so, wir haben ja hier eine Schatzkarte gefunden. Wo ist das überhaupt? Ja, das kann ja so schlimm nicht sein, oder? Die grasen wir doch schon mal ab. Jetzt haben wir ja Zeit. Kein freier Lagerplatz. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Wollte ich sowieso noch Richtung Schwarzbrennerei und noch ein Bison häuten, also zwei Stück sogar. Das müssen wir auch noch machen, weil 0,2, ne? Und wir sind gerade mal bei knapp 20 Minuten. Oh, das ist auch gemütlich hier. So, Schnellreise dahin.
Das gibt's doch nicht. Da oben ist auch noch eine Tarotkarte heute. Ich könnte mich hier tatsächlich noch stundenlang aufhalten. In dem Spiel. Dafür ist es ja auch da. Wo ist sie denn? Da. Apropos, wo ist sie denn? Wo ist die Madame heute? Oh. Ja. So weit von der Emerald Ranch ist es nicht. Aber wenn morgen die Aufgabe ist, was abzugeben, dann geben wir den Satz lieber morgen ab, denke ich. Ja, das war ungeschickt. So, irgendwo in die Richtung hier muss es sein. Oh nee. Nee, da bin ich jetzt nicht so für. Ein bisschen hier die Augen auf, so ein Gebiet ist meist, ist schon relativ groß. Aber hier vibriert auch nichts. Nicht daran erinnern, hier jemals einen Schatz schon gesucht zu haben. Wenn man in so einer Ecke schon mal war, dann hat man ja manchmal schon mal eine Vorahnung. Ich muss gestehen, das habe ich nicht. Aber das kann doch nicht sein. Das muss doch hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Gerade hier, wo es hier relativ flach ist, da muss man das so finden. Ja, wenn ich das jetzt gar nicht finde, das kann nicht wahr sein, oder? Aha. Also irgendwo hier vibriert es aber. Weniger. Hier auch.
Ich sehe nichts. Hier wird's auch wieder weniger. Ja, manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Das ist ja nun mal so. Da, meine Güte. Hier ist er. Oh, 1,44 Goldbar und fast 140 Dollar. Da kann man nicht meckern. So, ja, dann machen wir noch die Nummer mit den Bisons und dann denke ich, haben wir es auch. Uhrzeit ist passend. Dann stehen die da, glaube ich, rum. Und dann, ja, sind es auch schon wieder fast 30 Minuten, denke ich. Aber wie gesagt, es geht ja hier ums Spiel. Es geht ja nicht darum, die neuen Rollenherausforderungen zu erledigen und einen Haken dran zu machen. Es geht hier um Spaß haben. Mal sind die Folgen halt länger. Und mal schaffe ich es halt ein bisschen schneller. So. Hier irgendwo müsste die Bisonherde sein. Hoffe ich. Da. Also muss man ehrlich sagen, leichter kann man nicht ans Gold kommen, ne? Viel einfacher. Oh, was haben wir hier? Das hat sogar drei Sterne. Ja, dann nehmen wir das voll mit hier. Da ist es. Nochmal ordentlich Gold kassiert. Und ab nach Hause. Dann haben wir es auch geschafft für heute. Oh, jetzt ist ihm sogar warm. Jetzt hätte das mit dem Sehigkeitstonikum auch noch geklappt. We're well stocked for the time being. So, und da seht ihr es. Beim nächsten Mal können wir ausliefern. Aber eins muss ich noch checken. Weil dann mache ich das Spiel hier ja auch aus. Ist hier noch was zum Einsammeln? Und wäre hier heute eine Schnapsflasche gewesen? Fragen über Fragen. Nein. Dann nicht. So, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß am zweiten Teil. Ich schon. Ja, mir macht das Spiel nach wie vor mächtig Spaß. Und deswegen kann ich jetzt auch beruhigt die Folge beenden. So, das war's für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da.
Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und wünsche euch einen entspannten Freitagabend und natürlich ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.